meine Lieben, seit langem mal wieder aus meiner Küche. Ich versuche heute mal Mutterns gute Rouladen, Rinderrouladen nachzukochen. Ich versuche es aber auch nur. Also wenn es nicht so klappen sollte, seid mir nicht böse. Ich versuche es einfach. Ich werde euch erstmal die Zutaten vorstellen und dann schauen wir mal. Und zwar brauchen wir eine etwas größere Pfanne. Zwiebeln habe ich schon so, naja, so ein bisschen geviertelt und Knoblauchzehen natürlich 3 Stück. Ich mache 3 Rouladen, also sind 3 Knoblauchzehen. Senf, natürlich aus dem Osten, Bautzner. Pfeffer, Salz, Sonnenblumenöl zum Anbraten. Ich nehme kein Butterschmalz, ich nehme Sonnenblumenöl. Dann so einen feinen Speck, so einen durchwachsenen. Das ist so ein ganz feiner, so ein Bacon, wie man auch von Eiern und so kennt. Sehr lecker. Und geviertelte Gürkchen nochmal durchgeschnitten und natürlich Rouladennadeln. Und natürlich meine lieben Rouladen. Schöne, fette Rinderrouladen. Da habe ich noch 2 drin. Ich werde jetzt das erstmal vorbereiten. Ich habe die wunderbar beim Fleischer bei Rewe im Angebot gekriegt für 8,50 Euro das Kilo. Wunderbar günstig, sonst kostet er 12 oder so. Auf jeden Fall feine, schöne Latschen. Schön dünn geschnitten und alles. Jetzt werden wir das erstmal gucken. Jetzt werden wir das erstmal vorbereiten. Das wird auf jeden Fall spannend. Das ist für mich, wie gesagt, die erste Sache. Also ich habe das noch nie gemacht und ich bin gespannt, wie das werden wird, meine Lieben. Ich hoffe, ihr auch. Ich zeug's jetzt erstmal nur bei einer Roulade. Weil alle drei, das wird mir zu viel. Ich nehme jetzt erstmal den Senf, schön den Bautzner vor allen Dingen und schön die Roulade damit einschmieren mit dem Senf, ne? Das muss ja fein sein. Hey, schön die Roulade mit dem Senf einschmieren. Das mache ich natürlich mit den 3 anderen auch, ne? Schön viel Senf. Das gibt das Fleisch, das macht das Fleisch ein bisschen mürbe, ne? So kenne ich das von Muttern. Und Muttern hat immer recht, wisst ihr doch. So, wenn ich das alles gemacht habe, das habe ich jetzt bei der Ehen gemacht, ne? Dann mache ich natürlich bei den anderen auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Demo-Beispiel erstmal nur, die Ehen, ne? Ich versuche es ja selber. Ich bin ja wirklich der absolute Jungfer in der Beziehung. So, dann habe ich das mit Senf schön bestrichen. So, dann werde ich das schön alles mit Bacon belegen. Na, komm schon her. Ich würde so 2-3 Scheibchen anlegen. So. Ja, die Frage ist, wie rum? Ja, ich würde sagen, so rum 2. Und dann, na komm schon, lässt sich nicht trennen. 3 Scheibchen, sowas. Ich brauche für die anderen Rouladen auch noch ein bisschen Bacon. So, tut das hier so schön drin. Ich habe das ja noch nie gemacht, wie gesagt, das ist das erste Mal. So, dann würde ich würde das dann so machen. Ich würde dann jetzt die Gürkchen hier drin tun. Einfach so. 1, 2, 3. Dann würde ich eine Handvoll Zwiebeln, also frei nach Schnauze irgendwie, würde ich die hier drin tun. Nur nicht zu viel. Und wie gesagt, für eine Roulade war ja vorgesehen jeweils eine Knoblauchzehe. Und diese eine Knoblauchzehe stecke ich jetzt hier mitten rein. Genau. Noch ein bisschen Zwiebel. Genau. Und dann fange ich an, das Aas zu wickeln. Die Frage ist nur, von welcher Seite. Ich würde sagen, ich drehe das ganze Geschoss jetzt ein bisschen. Wenn ich das noch drehen kann überhaupt. Oder ich drehe das gleich so. Oder ich lasse das so liegen und drehe das von der Seite. Das geht auch. Ja, ihr seht, ich bin da auch nicht so bewandert drin. Das ist für mich das erste Mal. Ich würde so anfangen. Ich würde jetzt so anfangen zu wickeln. Einmal. Das ist ja schon viel. Die wird ja schon fett, die Roulade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob ich das so hinkriege, wie Muttern, ich bezweifle das ja. Bezweifle das ja wirklich. Kann man das ja hier noch ein bisschen zuklappen? So. Die muss man auf jeden Fall zu. Mutter hat immer gesagt, man soll das hier drin stoppen. Genau. So. Dann habe ich die hier zu, die Seite. Ah, jetzt hängt an der scheiß Pissküchenrolle.
So, jetzt stoppe ich das hier zu. Ha, jetzt habe ich auf jeden Fall schon erstmal, nicht, dass ihr euch wundert mit dem Salz und Pfeffer, das macht man nicht vorher. Weil wenn man das vorher nämlich macht, dann trocknet das ganze Fleisch nämlich aus, meine Lieben. Deswegen mache ich das lieber danach. So, und jetzt versuche ich, erstmal die Hände abzuwischen. Und jetzt nehme ich Rouladennadeln. Rouladennadeln. Ich habe extra keine Spieße genommen. Diese ollen, kleinen, komischen. Und jetzt versuche ich die zusammen zu flicken irgendwie. Scheiße, ich fühle mich wie im Horrorfilm hier. Und jetzt stecke ich die hier einfach so rein. Alter, das sieht richtig gut aus. Ich bin richtig überrascht. Ach, du Jott. Jawohl, also die Ene, die haben wir schon mal. Das sieht schon mal ja nicht schlecht aus. Und die tun wir jetzt hier so mit drin. Die hier mit drin. Ah, Mensch, haben wir doch schon eine richtige Roulade, Alter. Leck mich am Arsch. Das ist ja richtig krass. Wir nehmen mal lieber drei. Weil ich habe hier noch ein Ding entdeckt, was mir so nicht so gefällt. Hier quillt es noch an der Seite ein bisschen raus. Stecke ich mir direkt gleich im Mund. Also ich würde sagen, das ist eine Top-Roulade. Guckt euch das an. Ja, und guckt die Nadel ein bisschen raus, mein Gott. Ich bin da jetzt auch nicht so bewandert in der Sache. Das ist, wie gesagt, mein erstes Ding. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall spannend, meine Lieben. Oh mein Gott, meine Lieben, ich hab's geschafft. Allerdings, ob das hält, diese Naht und alles, ich weiß es nicht. Also Mutter ist doch die Beste, die kann es doch am besten. Ich werde sehen, wenn sie mir in der Pfanne auseinanderfallen. Ich hoffe ja nicht. Wir werden das gleich erleben. Scheiße. Die sehen so lecker aus, sehen so schön prall und voll gefüllt. Oh mein Gott. Schade, wenn das alles auseinanderfallen würde. Wir werden gucken. So, jetzt habe ich schön Öl in der Pfanne heiß gemacht. Ja, ich weiß, manche nehmen Butterschmalz oder was. Ah, das ist mir nichts. Spritzt zu doll. Ja, ich meine, Öl spritzt auch nicht viel, ja. So, ich erst mal sehen, ob die Dinger überhaupt das aushalten, die ganze Hitze. Also, das Fett sollte schon gut heiß sein. Ich habe das jetzt volle Pulle gegeben. Ja, werden wir mal sehen. Ich mache das immer volle Pulle, damit sich die Poren schön schließen und der Saft schön drinnen bleibt in dem Fleisch. Wobei ich ja jetzt davon aussehe, weil ich das ja noch nie gemacht habe, dass vielleicht alles aufgeht und mir das ganze Scheiße in der Pfanne als, ja, keine Ahnung, dass es nachher aussieht wie ein Bock, diese ganze Scheiße, dass mir das alles aufplatzt. Na, ich muss mal gucken. Erste Mal für mich, ne? Schau mal. So, Fett ist jetzt heiß genug, ich werde jetzt mal versuchen. Scheiße, mir ist ja schlecht, wenn ich daran denke. Oh mein Gott. Das war Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, und jetzt gib ihm Gummi, die Sau. Das müssen wir natürlich erstmal da brutzeln und schön von allen Seiten schön angebrutzelt werden. Schau mal, ich kann so auch laufen in meinem Leben. Wir haben dann nimmt ihr auch euch zurück. So, jetzt brate ich die von allen Seiten schön braun an. Versuch zumindest nur, dass man mit Linsen zerspritzt hier oder perspritzt. Und danach gebe ich, naja, so ein halben Liter Wasser zu heiße Kaffee. Weil ich habe die jetzt so nach 5 Minuten gedreht und so muss das sein. So muss das sein. Das ist noch vernünftig gleich. Das muss gleich anbraten und nicht von wegen noch 5 Stunden hier rum lamentieren und rumeiern, dass dann noch 5000 Kilo Wasser rauskommen oder was. Guckt euch das an. Das ist gleich braun geworden. Gleich reinlegen. Das ist der Hammer. Ich hab's jetzt umgedreht. Und ja, das sieht doch richtig geil schon aus, die Rouladen. Meine Fresse, ey. Ich bin immer wieder so geil, Mann. Boah. Wenn wir schön angebraten sind, wunderbar. Muss man schön heißes Wasser aus diesem Poplarbock, aus diesem schönen, wunderbaren Eis. Nicht zu viel. Je nachdem, wie viel Soße man haben will, muss man nachher nachwürzen. Wunderbar. Muss man nachfüllen. Und dann lässt man so ungefähr anderthalb Stunden bis Rindfleisch. Rindfleisch ist sehr, sehr zäh. Muss man gucken. Muss man abwarten. Muss man auf kleiner Flamme kochen lassen jetzt. Circa, sagen wir mal, also anderthalb Stunden. Nur mal zwischendurch reinpieken und dann ist wunderbar. Dann haben wir ein wunderbares Rinderrouletchen. Wunderbar. Und so sehen sie aus, sind sie fertig, die Schnuckelchen. Und jetzt heißt es nur noch einen Tag, zwei Tage stehen lassen, weil das kann man am gleichen Tag nicht essen. Geht ja nicht.
Muss erstmal schön durchziehen. Die Gurken, die Zwiebeln, der Speck innen drin. Geht gar nicht. Meine Lieben, lasst es euch schmecken nach 2 oder 3 Tagen im Kühlschrank. Und stellt den auf den Herd, macht Klöße dazu oder macht Kartoffeln dazu und lasst euch richtig fetzen und schmecken, meine Lieben. Euer Handy. Bye, bye.